Gnadeamt ist Ortlosigkeit und Bilderfülle, Fernwirkung und Fernsehgesellschaft. Ich denke, das wird ein spannender Abend. Erstmals ist, wie es dem Anspruch dieser Reihe nach Interdisziplinarität ja entspricht, sind zwei Referenten aus ganz unterschiedlichen Bereichen hier heute Abend, die zu Ihnen zu einem Thema sprechen werden. Im Prinzip werden es wahrscheinlich dann doch zwei verschiedene Themen sein. Peter Weibel, Künstler, Kurator, Medientheoretiker, Anton Zeiliger, Physiker, genauer Experimentalphysiker. Ich denke, das ist ein spannender Abend und ich finde das auch sehr schön, dass der am Ende des Wintersemesterzyklus liegt, denn wie gesagt, die Interdisziplinarität, die unser großes Thema mit der Reihe ist, wird hier, glaube ich, ziemlich exemplarisch vorgeführt heute Abend. Die Moderation wird von Eva Runau übernommen. Sie hat auch was Interdisziplinäres studiert, nämlich Physik, Mathematik und Philosophie und ist Leiterin des Humanwissenschaftlichen Zentrums, das diese Reihe hier mit uns veranstaltet. Es ist der letzte Vortrag im Wintersemester. Es wird eine nächste Reihe im Sommersemester geben und ich hoffe, dass Sie alle wieder dabei sind. Ich möchte diesen Anlass benutzen, um allen, die uns unsere Arbeit tatkräftig unterstützt haben und mitgewirkt haben, dass diese Vorlesungsreihe ein Erfolg wird, zu danken. In erster Linie sind das Rektor Heldrich, sein Nachfolger, Direktor Huber, der Kanzler Rust, das Humanwissenschaftliche Zentrum, allen voran mit seinem Vorstand, Professor Pöppel. Dann auch Judith Peckert für die großzügige finanzielle Unterstützung der Reihe und dem Fraunhofer Institut für seine unermüdliche Übertragung der Vorlesungen in eine Reihe von anderen Universitäten. Der Lothringer Straße 13 für die Kooperation mit uns. Sie führen die Workshop-Reihe durch und ich denke, dass Sie diesen Workshops wirklich eine sehr stimulierende Atmosphäre geben. Am Saxophon hören Sie heute Abend Ulrich Wangenheim und am Schluss sind Sie immer in den Lichthof eingeladen. Weil es nach zwei Semestern einer so heterogen besetzten Reihe vielleicht auch an der Zeit ist, noch einmal eine Zwischenbilanz zu ziehen, wird Robert Burda, der Initiator der Vorlesungsreihe, heute Abend eine Zusammenfassung, ein Resümee der beiden vorangegangenen Semester machen. Er ist, könnte man sagen, ein Bildermensch par excellence. Er hat nämlich nicht nur Kunstgeschichte studiert, sondern er hat sich als Verleger eines der großen deutschen Medienhäuser auch zeitlebens auf ganz andere Weise mit Bildern beschäftigt. Und es ist, denke ich, kein Wunder, dass er irgendwann auch andere über die vielfältigen Bedeutungen, Ursprünge und Wirkungen von Bildern nachzudenken. Ich darf Herrn Burda jetzt aufs Podium bitten und wünsche Ihnen eine schöne Zeit bis zum Sommersemester. Das war damals, was ich so als selber für mich aufgeschrieben habe. Eins war der Blick aus dem Fenster. Und
Und das berechnete Bild, Cello, Alberti, die Perspektive, die er angefangen hat. Und dann 400 Jahre später, und das haben Sie auch in jetzt, erfindet die Fotografie und damit sozusagen die Mimesis, also die Nachahmung, die Attilitas, das, was einen Künstler auszeichnet. Ein Riesenschock, ein gewaltiger Schock für die ganzen Maler, vor allem für die Porträtisten. Dann geht man historisch weiter zur Erfindung der Eisenbahn, Nürnberg-Fürth und England, und es entsteht sozusagen dieser bewegte Blick, endet im Film. Dann ist 5, die Bilder aus dem Körper, 95, Wuppertal-Solingen, Röntgen. Und 4 habe ich vergessen, der Blick von oben. Und da sehen Sie so ein Ding da nach rechts oben, Ludendorff begründet die Kriegsführung über den Blick von oben aus dem Flugzeug. Aber nachher nochmal drauf. Dann 6, die Braunsche Röhre, wird 98 erfunden, führt dann zu der Übertragung der ersten elektronischen bewegten Bilder 1931. Zusatz Computer 38, Intel Chip 71, Internet 80, und Gates hat gestern, vorgestern 20 Jahre Microsoft wahrscheinlich gefeiert, 81 hat er in Amerika angefangen. Der Begriff des Linguistic Turns von Rorty 67, auf den dann der Begriff des Iconic Turns von Böhm erfolgt. Und es ist fast kaum ein Jahr vergangen, und in dieser Zeit haben sich eine Reihe von, dieser kurzen Zeit eine Reihe von Geräten, die darf ich mal vorführen, was alles hier entstanden ist. Nächste bitte. Ja, ein Laptop, und den können Sie einen DVD-Spieler ausstatten. Hier das, was kommen wird, die Konvergenz zwischen Fernsehen und dem digitalen, interaktiven Schirm. Nächstes bitte. Hier ist der neue Tablet, wie Gates hier vorgestellt hat, wo Sie, kommen wir später nochmal drauf, Bild und Wort über die Digitalisierung gleichermaßen behandeln können. Das nächste bitte. Ja, das ist ein Personal Device, mit dem man seine ganzen Termine machen kann und Internetanschluss und so weiter. Das nächste bitte. Noch, ja, das ist ein Handy mit einem Fotoapparat und eben verschiebbarer MMS. Und wenn wir uns das bitte ansehen, ja, wenn Sie so explodieren, die bildgebenden Medien innerhalb kürzester Zeit. Und mit dieser Explosion, mit der haben wir es zu tun, und das wird sozusagen der PC wie ein Server sein, und wir werden 6, 8 unterschiedliche Mini-Devices haben, bis zur Uhr, die natürlich elektronisch ausgestattet, aber genauso digital über das Internet, zum Beispiel Gesundheitsdaten, kardiologische Daten und Ähnliches nehmen kann. Ja, dann gehen wir zum nächsten bitte. Das war, Sie erinnern sich, Seckis Vortrag am 12. Dezember. Und Sie sehen unten den Trailer zu dem James Bond Film Tomorrow Never Dies. Und oben sehen Sie, was im Hirn geschieht, welche Hirnzentren aktiviert werden. Bilder, also wenn Sie wollen, Sex Crime. Also das war sicherlich einer der Höhepunkte im vergangenen Jahr, dass wir sehen, dass Bilder im Hirn unterschiedlich aufgenommen werden, immer als Abstand. Dass Bilder im Hirn unterschiedlich aufgenommen werden, dass wir unterschiedliche Hirnzentren haben, dass sozusagen die stehenden Bilder in ein Zentrum gehen, die bewegten Bilder in ein anderes gehen, dass Musik in ein Zentrum geht und dass eben wahrscheinlich der Lerneffekt dann am stärksten ist, wenn so viel wie möglich hier Hirnzentren aktiviert werden. Dann erinnern die bei Aßmann dabei waren, dieses Bild,
über die linke und die rechte Hirnhälfte, nämlich die Schriftlichkeit und die Bildlichkeit, also das links, die linke Hirnhälfte, die Schriftlichkeit, rechte, die Bildlichkeit, die Intuition rechts und die Sprache links, dann die Diskursivität und die Linearität links, räumliches und simultanes Erfassen und dann eben die Kunsthistoriker kennen ja die Unterscheidung von Worringer Abstraktion und Einfüllung, ich glaube 1911, was vielleicht sogar früher die Promotion, die dann zu Kandinskys Begriff der abstrakten Malerei führt, also links hier hälftig mathematisch linear Abstraktion, Affektivität oder Einfühlung, rechts hier hälftig, um bestimmte Polaritäten zu sehen. Das nächste bitte. Ja, nun ist die Frage, wenn also das Hirn so auf die Bilder reagiert, was ist das eigentlich, in welcher Form haben wir uns die Medialität der Bilder vorzustellen, was geschieht da eigentlich zwischen dem, was außen ist, was man Anführungszeichen Wirklichkeit nennt, und das, was hinten ist und was hier verarbeitet, einfachst natürlich, Sie haben oft gesehen, viele der Referenten haben die Karte gezeigt, die zwei Augen, wie die Bilder durch die Augen gehen und dem Hirn. Sie können mich hören, geht es oder nicht? Ja? Gut. Und Hans Bethig, mit dem das Ganze im April angefangen hat, hat in seiner Bildanthropologie diese zwei Sachverhalte beschrieben, die ich vorlesen werde. Bilder werden durch Techniken oder Programme sichtbar gemacht. Trägermedien sind die Körper der Bilder. Also, ob das Papier ist, Gutenberg-Medium, ob das der Screen ist, wie wir eben gesehen haben, ob es die Musik ist über den Radio. Und diese Bildkörper können so verschiedene Dinge sein, wie das Gemälde natürlich, die Fotografie, der Druck oder ein PC. Nächste bitte. Was in der Welt der Körper und Dinge der Stoff ist, das sind in der Welt der Bilder die Medien. Das heißt, die Wahrnehmung der Wirklichkeit wird durch die Medien gewährleistet. Da gibt es ja den schönen Satz aus dem New Yorker Magazine, wo der Sohn sagt, Daddy, if a tree has fallen in the wood and the media arm there to cover it, has a tree really fallen? Ist wirklich der Baum umgekippt, wenn keine Medien waren, die darüber berichtet haben. Also, und das ist, glaube ich, eine sehr schöne Unterscheidung von Hans Bethig. Ein differenzierter Bildbegriff muss von Bild und Medium als von zwei Seiten einer Münze, die sich nicht voneinander trennen lassen, sprechen. Also, wenn wir von der Medialität der Bilder sprechen, dann müssen wir immer uns im Klaren sein, über welches Interface sehen wir, welche Wirklichkeit und wie entsteht das Bild im Kopf. Also ein Fernsehbild wird etwas anderes sein als ein gedrucktes Bild, ein Ölbild oder was man ein Kunstbild nennt, wiederum etwas anderes als ein wissenschaftliches Bild, mit dem wir es ja zu tun gehabt haben. Das nächste bitte. Ja, so ist die Fotografie mal entstanden. Das ist das erste Bild überhaupt. Blick von dem Fenster von Jeps auf das Gegenüber, 1828, das nächste bitte. Und dann sehen Sie, wie innerhalb kürzester Zeit die Digitalisierung, das heißt die Kamera und die Digitalisierung des Bildes bis zu der kleinsten hier unten, die so flach ist, fortgegangen ist und der Marktanteil des digitalen Bildes liegt heute schon bei 30% und wird bald die 50 erreichen, das nächste bitte. Ja, und da haben Sie, wie Sie die Bilder dann aufnehmen, versenden können, das nächste. Hier, wie Sie das mit einem Handy kombinieren können. Also, Sie sehen ein paar Schuhe und sind sich nicht sicher, wie auch immer, ob Sie die kaufen wollen, fotografiert und dann gefragt. Nächstes bitte. Das ist ein Scanner. Die Bilder werden heute gescannt. Nächstes bitte. Nochmal kurz vorher, weil es ganz wichtig zum Beispiel, was man Storage nennt, also die Art und Weise, wie wir Bilder archivieren. Bilder ist ja so für jeden, in
in seiner eigenen Geschichte das Wichtigste. Für niemanden sind die eigenen Bilder so wichtig und die Papierzüge lange ein großes Problem gehabt, wie man sie eben anderen behalten kann. Und mit der Digitalisierung kann man Bilder nun ganz anders aufbewahren, vor allem kann man sie ganz anders wegschicken. Und das nächste bitte, ja, das ist auch ein Zitat von Bell, der in seiner Geschichte der Ikone beschreibt, wie die Ikone sozusagen von der stillstehenden griechischen 8., 9., 10. dann mit jenem berühmten Bellini-Bild aus Mailand sozusagen in das Narrative, in das Psychologisierende gehen. Ich will mal sozusagen diesen Topos der Kunstgeschichte jetzt anhand des Sachverhaltes, wie wir ihn im 20. und 21. Jahrhundert finden, unter der Bezeichnung von Icons and Narratives. Bitte, nächstes. Ja, da haben Sie den sicherlich herausragenden sozusagen Ikonologen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Andy Warhol, der eben mit seinen Ikonen diese amerikanischen Helden zu Stills verarbeitet hat. Das nächste bitte. Also eine ganz interessante Sache von dem Gursky, was am 7. Februar verkauft wird. Ich glaube, es ist aufgerufen mit $60.000, eine große Fotografie. Ich denke, ganz wichtig in diesem 20. Jahrhundert, dieser Schock von 1830, 40, dass die Fotografie keine Kunst wäre und nicht ins Museum gehört, dass eben jemand wie Warhol, aber natürlich vor allen Dingen Gerhard Richter, dieses getan hat zur höheren Generation, dieses Bild von Gursky als ein Exempel dafür, eben gibt es gar keine Frage. Fotografie ist Kunst. Das nächste. Das ist jetzt ein Narratives. Also sagen wir Stills. Narratives ist immer eine Erzählform. Und der haben Sie es jeden Abend im Fernsehen zu tun. Das Fernsehen zu verstehen ist als diese zu Baukunst und Film. Bitte das nächste. Das war der Blick aus dem Fenster von Jan van Eyck von 1428. Und das ist heute. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir den Sound rüberkriegen, bitte. Wir schalten direkt weiter nach Kuwait zu meinem Kollegen Ulrich Klose. Ulrich, wie ist die Rede von Präsident Bush dort aufgenommen worden? Sehen die Nachbarn des Irak noch eine Chance für Frieden? Hier in Kuwait findet man auf den Straßen kaum noch jemanden, der an eine friedliche Lösung des Konflikts glaubt. Die Menschen richten sich auf Krieg ein und verlassen sich auf die Amerikaner, die 1991 das Land von Saddams Truppen befreit haben. Danke, Ulrich Klose. Kuwait, weiter geht's. Mit Jerusalem, 600 Kilometer westlich von hier, steht mein Kollege Christoph Sagona. Christoph, vergangene Nacht hat der rechte Partei für Ariel Sharon ja mit seiner Partei einen triumphalen Erfolg errungen. Was bedeutet das nun, vor allem im Hinblick auf einen möglichen Irakkrieg? Das ist eindeutig, Peter. Der alte Ministerpräsident Sharon hat vor den Wahlen immer gesagt, sollte Israel wieder wie 1991 schon einmal vom Irak mit Raketen beschossen werden, dann behalten wir uns hier das Recht vor, uns zu wehren. Also wir werden das ja nachher noch mit den Telebildern, das haben Sie jetzt gesehen, wie schnell man umschalten kann und wie ein Bild der Welt vermittelt wird durch die Authentizität dessen, der darüber reportiert, also was 91 mit Arnett anfing im ersten Golfkrieg, das ist nun praktisch hier Wirklichkeit geworden, die Übertragung der Bilder.
Und es gibt bei ihm die Begriffe von zeichnerisch und malerisch. Und ich denke, wir müssen heute auch im 20. und 21. Jahrhundert mal über folgende Begriffspaarung nachdenken: belastende Bilder oder entlastende Bilder, als so eine Unterteilung, wie sie damals unter dem Begriff malerisch und oder zeichnerisch. Das nächste bitte. Das ist ein sicherlich belastendes Bild. Das nächste bitte. Und das ist nun, das ist so, wie die Illustrierten sind, entlastende Bilder, belastende Bilder. Das nächste bitte. Das ist, wie die Werbung dieses umsetzt. Das nächste bitte. Und damit sind wir schon bei dem bei den bildgebenden Verfahren. Also hier kurzes Resümee: Icons, Narratives, belastende Bilder, entlastende Bilder und die Stills, also die feststehenden Bilder, die in ein anderes Hirnzentrum gehen als die bewegten Bilder. Und wir hatten es ja sehr oft in den Vorträgen, ich denke an Brock, ich denke an Kemp, über die Frage, wie sich das Bild zu den Wissenschaften, zu den Naturwissenschaften verhalten, also zu den bildgebenden Verfahren. Und hier haben Sie aus der Nanofotografie eine Symbiose von Bakterien und Leguminosen. Oder hier, das hat uns auch beschäftigt damals, Nervengewebe des Hörsystems. Und dies, die Frage eben, wie sind die Körperbilder, die Bilder, die aus dem Inneren des Körpers kommen, welchen Stellenwert haben sie, welchen Wert haben sie in einer solchen Bildergeschichte, hat uns in den vergangenen 16 Vorlesungen beschäftigt. Das nächste bitte. Das war der Beginn, das war die Gutenberg-Galaxie, wie der viel zu früh verstorbene Marshall McLuhan das beschrieben hat. Und man macht sich viel zu wenig Gedanken, was eigentlich durch die Linearität der Zeilen von Gutenberg verloren ging. Wenn Sie Victor Hugo lesen, dann sagt er ja, diese Drucker haben uns, die Mönche, die den Klöstern getötet, sie haben uns die Jobs weggenommen. Von Copyright-Verletzungen wollen wir jetzt hier gar nicht reden, was da geschah, Kapitel für sich. Aber die Gutenberg-Linearität, und wenn man den McLuhan nach 20 Jahren wieder liest, ist das hochinteressant, führt eben zu dieser Aufsplittung von Skulptur, Malerei, Philosophie und so weiter und so fort. Und wenn man sich vorstellt, was Otto von Simson zum Beispiel oder auch Hans Bethig Bild und Kult beschreibt, dass eigentlich erst ab 1400 von Kunst die Sprache ist und vorher ist es in einem Kontext der Kirche oder des Weihspiels oder der Prozession oder der Liturgie in den Kirchen, hat jeder, was wir heute ästhetische Gegenstände nennen, hat dort seinen Zusammenhang. Und in dem, was ich jetzt zum Beispiel als Redner mache, also eine Erinnerungskunst, und manchmal hindert mich das Mikrofon, wie Sie merken, also das Richtige zu erinnern, um Ihnen das zu sagen, was ich sozusagen im Kopf habe, das nannte man ja die Mnemosyne oder die Gedächtniskunst. Da gab es im ganzen Mittelalter ganz bestimmte Tricks für diese Gedächtniskunst, für das richtige Erinnern, denn man hatte weder Projektion noch irgendwelche anderen Möglichkeiten. Diese Gedächtniskunst verschwindet mit der Buchdruckerkunst. Giordano Bruno ist der Letzte. Und nun zum nächsten bitte. Ja, ich habe Ihnen das noch einmal zusammengefasst, von was das die nächsten Arbeiten handeln werden. Die bildgebenden Verfahren haben wir beschrieben und bei den bildgebenden Verfahren wird es sehr wichtig sein, mit Röntgen, wie gesagt, mit den Nanobildern geht es weiter. Sie erinnern sich an den Vortrag von Kittler, sozusagen das berechnete Bild. Sie erinnern sich an Barzon Brocks Vision, dass die Naturwissenschaften und die Künste wieder zusammenkommen, also das, was Leonardo mal wollte. Sie erinnern sich noch an den Vortrag von Kemp und
wie dieses auch bei ihm und Leonardo natürlich wie Science und Art zusammengehen. Dann die Telebilder, mit denen wir es heute Abend zu tun haben werden und die Frage eben, die wir zu Beginn auch gestellt haben, was geschieht mit dem Tafelbild als Pinakothek Louvre, als dem eigentlichen Primat dessen, was man Kunst nennt, welchen Stellenwert hat Video, welchen Stellenwert hat die Fotografie und ist die Malerei zu Ende, was es sicherlich nicht ist, aber sie ist eben, wie wir gesehen haben, eine Schnittstelle in der Medialität der Bilder. Es ist nur eine Schnittstelle. Wort und Bild, und hier steht darunter die Zahl, denn der binäre Code, also das 0 und 1, macht eben keinen Unterschied mehr zwischen Wort und Bild, und auf dem Internet oder in der digitalisierten Welt geschieht es, manchmal haben Sie gemerkt, dass die visuellen Bilder, die Videobilder noch langsamer berechnen und die Wortbilder schneller hochgefahren werden können. Aber im Grunde ist es eine mathematische Operation, genauso wie die Perspektive eine mathematische Operation war. Darunter Bild und Kult, das ist sicherlich eines der spannendsten Themen, eben in welchem kultischen Zusammenhang ist das alles zu sehen, was heute ins Museum geht. Ich könnte sagen, das Museum ist ein Kulttempel. Und viele Kunst definiert sich eigentlich nur noch dadurch, dass sie sozusagen, siehe Sotheby vorhin, ins Museum geht. Und wenn es dann im Museum ist, dann ist es Kunst. Aber was ist der Zusammenhang? Ist da nicht sozusagen manchmal die Videoinstallation an dieser Sache näher dran? Die belastenden und entlastenden Bilder habe ich Ihnen versucht nahezubringen unter dem Begriff von Pöppel, der an der Sache arbeitet, die Zeitautonomie und die Zeitabhängigkeit. Sie sind von manchen Bildern, wie dem Fernsehen zum Beispiel, zeitabhängig. Sie sind von gedruckten Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, sind sie nicht zeitabhängig. Der Trend geht aber zur Zeitautonomie hin. Also ob das DVD ist oder Video oder in Amerika, Divo, geht dorthin. Digitale Revolution, die letztendlich im Grunde ein Telefongespräch ist zwischen zwei Menschen, Person to Person, das ist vollkommen anders als der Fernsehbildschirm, multimedial und global und sicherlich das Werkzeug für die zukünftige Wissensgesellschaft. Und das Gedächtnis der Arte hatte ich Ihnen beschrieben, weil ich denke, dass die multimedialen Medien dafür gemacht sind, diesen Zusammenhang, der durch die Gutenbergische Linearität verändert wurde, wieder zusammenzubringen. Und nach so viel Theorie, zwei schöne Bilder zum Abschluss. Das erste ist ein bisschen dunkel, das ist ein Caspar David Friedrich, das ist der Blick aus dem Fenster, Jan van Eyck, dem haben wir angefangen. Ich glaube, es wird immer Menschen geben, die mit neuen Augen diesen Blick aus dem Fenster, was er dann auch ist, Fotografie oder Video oder Malerei, und das sozusagen als die äußeren Bilder. Und dieses Bild zum Schluss, das ist von Kerstin, Caspar David Friedrich, und Sie sehen, bei ihm geht es um die inneren Bilder, der Laden ist zu, er war draußen, er hat die Bilder in sich, und ich glaube, dass das, was ja das Generalthema ist, nämlich wie grenzt sich die Kunstgeschichte von der Bildwissenschaft ab, also worüber Belting, Böhm, Aßmann, Bredekamp gesprochen hat, wie Sauerländer mal sagt, ist das ist der Unterschied von Kunst und visueller Mitteilung. Ich denke, dass sie sich immer so abgrenzen wird, dass es Menschen gibt, in denen diese inneren Bilder eben heraus müssen, und dass das wohl dann das ist, was man richtigerweise als Kunst nennen wird. In diesem Sinne, ein bisschen zu lange, ich habe mich zu entschuldigen, Sie haben noch ein reichhaltiges Programm heute Abend. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
und würde mich freuen, wenn Sie uns weiter folgen, denn es ist eine spannende Expedition in diesen, in diese neue Welt der Bilder, in diesen Iconic Turn. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Peter Weibel, der erste Referent, ist sowohl Künstler als auch Kunst- und Medientheoretiker. Er wurde 1944 in Odessa geboren und studierte Literatur, Film, Mathematik, Medizin und Philosophie in Wien und Paris. Es schlossen sich dann verschiedene Gastprofessuren an, so an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien, College of Art and Design in Halifax, in Kanada, ebenso Professuren für Fotografie an der Gesamthochschule Kassel und für Video and Digital Arts an der State University of New York in Buffalo. Seit 1984 ist Peter Weibel Professor für visuelle Mediengestaltung an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Er ist jedoch keinesfalls ständig in Wien zu lokalisieren. Er ist gewissermaßen in Anwendung seiner eigenen Theorien distribuiert. Er war von 1989 bis 1994 Gründer und Direktor des Instituts für neue Medien an der Städelschule in Frankfurt. Er war lange Jahre künstlerischer Berater und später Leiter der Ars Electronica in Linz. Ebenso viele Jahre Kommissär der Biennale von Venedig. Seit 1999 ist Peter Weibel Vorstand des ZKM, des Zentrums für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Er versteht das ZKM als Ort, an dem Kunstpraktiken der Avantgarde, die nicht unbedingt marktfähig sind, sozusagen Grundlagenkunst sind, stattfinden können. Das ZKM also gleichsam, so Peter Weibel, das Max-Planck-Institut für angewandte Kunst, für Avantgarde-Kunst. Peter Weibel hat vor einiger Zeit folgendes Programm formuliert. Kunst soll zu einem spezifischen Wissen werden, ein Wissen, das sich gegen die vielen öffentlichen Formen des Wissens stellt, um so die Kunst neu zu formulieren. Es geht darum, so Peter Weibel in seiner Funktion als Medientheoretiker, eine Bildwissenschaft aufzubauen, die einem Verständnis der gegenwärtigen Mediengesellschaft dient. Zu den zentralen Bereichen, die eine solche mediengestützte Bildwissenschaft untersucht, gehören Neuformulierungen unserer Körpererfahrungen und somit unserer Anthropologie, Neuformulierungen der Beziehungen der Bilder zur Realität, und darum wird es, denke ich, heute auch ganz wesentlich gehen, und Neuformulierungen der Bildtheorie in Beziehung zu ihren technischen Trägermedien. Die Kunsttheoretikerin Romana Schuller hat versucht, in dem Buch Bildwelten die Werke des Künstlers Peter Weibel zusammenzufassen. Sie bezeichnet seine Kunst als grenzüberschreitend, als umfassende Experimentalmethode, als Experimentalisierung von Kunst und Wissenschaft wie auch des Lebens. Dabei stehen Fragen zu Identität und Repräsentation, zum Problem der Wahrnehmung,
Stellenproblems zwischen dem Beobachter in einer Welt und dieser Welt im Vordergrund, also auch das Innen-Außen-Problem. Dieses liest Sigmund beim Medientheoretiker Peter Weibel wiederum so. Ich zitiere, eine Quantentheorie der Kunst, eine Quantentheorie für die Kulturtheorie ist vonnöten. Es muss von den klassischen historischen Vorstellungen Abschied genommen werden, als gäbe es eine reine und objektive Beschreibung der Vorgänge in der geistigen Welt, wo der Beitrag des Beobachters zu den betrachteten Phänomenen ausgeblendet bzw. subtrahiert werden kann. Von diesem Klischee und von dieser Illusion muss Abschied genommen werden. Gerade im Gegenteil, besonders in der Medienwelt, gilt, dass nur ein beobachtetes Phänomen ein Phänomen ist. Nur was in den Medien repräsentiert wird, existiert auch. Nun zum zweiten Referenten des Abends, Anton Zeilinger. Anton Zeilinger wurde 1945 in Ried im Innkreis geboren und hat Physik und Mathematik in Wien studiert. Er ist 1971 an der Universität Wien mit einer experimentalphysikalischen Arbeit promoviert worden. Die Habilitation folgte 1979 in Neutronen- und Festkörperphysik an der Technischen Universität Wien. Anton Zeilinger war von 81 bis 83 Professor of Physics am MIT in USA und von 83 bis 90 an der Technischen Universität Wien. Er war in der gleichen Zeitspanne, auch er ist distribuiert, auch Gastprofessor in Melbourne, in Amherst, USA und an der Technischen Universität München. Er war dann von 1990 bis 1999 Professor für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck mit Abstecher ans Collège de France in Paris und ans Merton College in Oxford. Anton Zeilinger war von 96 bis 98 Präsident der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft und seit 1999 wirkt er nun wieder als Professor für Experimentalphysik an der Universität Wien. Seit einigen Jahren erregen seine Experimente zur Quantenteleportation nicht nur unter Physikern Aufmerksamkeit, sondern sorgen auch in der normalen Presse für Schlagzeilen in den Wissenschaftszeitungen. Meist ist dabei die Rede vom Beamen in Anlehnung an die Filmserie Raumschiff Enterprise oder Star Trek, wo Besatzungsmitglieder der Enterprise von einem Ort im Weltall zu einem anderen Ort gebeamt werden. Das heißt, sie verschwinden an einem Ort und tauchen als identische Kopie ihrer selbst am anderen Ort wieder auf, sozusagen zeitgleich, unter Umgehung der Einschränkung, die die Gültigkeit der speziellen Relativitätstheorie fordert, nämlich, dass kein Materie- oder Signaltransport schneller als mit Lichtgeschwindigkeit erfolgen kann. Nun ist das Beamen in der Fiktion des Films, dass dieses Beamen muss natürlich nicht im Einklang mit den im Moment uns bekannten und gültigen Naturgesetzen sein. Die Teleportation im Labor muss dies sehr wohl. Was also macht die Teleportation möglich? Die zentrale Idee geht zurück auf das Einstein-Podolsky-Rosen-Experiment aus dem Jahre 1935, berühmt unter der Kurzformel EPR-Experiment. Das EPR-Experiment war zunächst ein reines Gedankenexperiment, das Einstein als Einwand gegen die ihm erkenntnistheoretisch unerträglichen Folgerungen aus der Quantentheorie, insbesondere gegen den Indeterminismus der Quantentheorie, konzipierte. Das ursprüngliche EPR-Experiment ist in vielfacher Weise modifiziert worden, die Grundidee dabei ist jedoch immer dieselbe. Man geht aus von einem sogenannten verschränkten Quantensystem, das können zum Beispiel zwei Photonen sein, die aus einer gemeinsamen Quelle kommen. Die beiden Teile des verschränkten Systems entfernen sich nun voneinander.
eine Eigenschaft an einem Teilsystem gemessen, zum Beispiel wird der Spin eines der beiden Photonen in einer bestimmten Richtung gemessen. Im selben Moment ist damit der Spin des anderen Photons bekannt, ob gemessen oder ungemessen. Die sich bei einer Messung zeigenden Eigenschaften der Teilsysteme eines verschränkten Quantensystems sind miteinander korreliert. Diese von Einstein sogenannte spukhafte Fernwirkung bedeutet nun nicht, dass beide Teilsysteme eines verschränkten Systems im Augenblick der Messung Informationen austauschen. Dies würde genau der speziellen Relativitätstheorie widersprechen. Verschränkung zeigt dagegen den streng holistischen, den ganzheitlichen Charakter der Quantenwelt auf. Solange an einem oder beiden der Subsysteme eines verschränkten Systems keine Messung durchgeführt ist, bilden beide ein Ganzes. Die Messung, die Frage an eines der Teilchen, welche Eigenschaft es uns im Moment der Messung zeigt, beantwortet die Frage für das andere mit ihm Verschränkte mit und zerstört die Verschränkung. Nun sind paradoxerweise die EPR-Experimente, die von Einstein als Einwand gegen die Quantentheorie ausgedacht wurden, heute in der tatsächlichen Durchführung weitere experimentelle Stützen der Gültigkeit der Theorie. Der Kern all dieser Experimente, die Verschränkung von Quantensystemen, ist auch Grundlage der Teleportationsexperimente, die Anton Zeilinger mit seinen Teams in Innsbruck und Wien gelungen sind und über die er hier heute sprechen wird. Aus den Experimenten zur Teleportation werden sich weitreichende technische Anwendungen im Bereich der Quantenkryptographie, also des Verschlüsselns von Botschaften mittels Quantenphänomenen und der Quantencomputer ergeben. Das Vorantreiben dieser technischen Anwendungen wiederum wird, so glaube ich, nach 80 Jahren immer noch strittigen Interpretationsproblemen der Quantentheorie diese Fragen klaren Antworten zuführen. Diese Antworten und ihre Implikationen werden, und das wage ich mit großem Vergnügen zu prognostizieren, unser Bild der Welt radikal verändern. Nun gibt es zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine interessante Parallelität von Kunst und Wissenschaft, die sich in der Krise der bildlichen Darstellung einerseits und in Krisen und Revolutionen in der Physik andererseits zeigt. Nach Peter Weibel entwickeln sich zwei Strategien aus der Krise der Bilder. Das ist zum einen die Verbannung einer realistischen Abbildung des Gegenstandes in der Malerei, und zum anderen die Erklärung des realen Gegenstandes selbst zum künstlerischen Objekt. In beiden Fällen, sowohl durch Abstraktion als auch durch Einführung des realen Dings als Kunstobjekt, wird die Abbildung von Objekten aufgegeben. Das klassische Abbild eines Objektes verschwindet in der Kunst. Ähnliches geschah mit den naturwissenschaftlichen Abbildern der Welt, mit den Weltbildern der Physiker. Der handelsübliche Physiker ist ein naiver Realist, auch heute. Die Welt ist für ihn gegeben, und die Naturwissenschaft nähert sich mit immer besseren Theorien und Verfahren der Wahrheit dieser Welt an. Diese naive Denkweise geriet ins Wanken, speziell durch die Quantentheorie. Die gleichen Fragen tauchen in der Physik auf, die auch in den Kulturwissenschaften diskutiert wurden. Was ist das Objekt? Was ist das Bild? Gibt es überhaupt ein Objekt? Die Bilder, um die es im Rahmen der Physik geht, sind erkenntnistheoretische, begriffliche Bilder. Die Weltbilder, die den Wissenschaften zugrunde liegen, sollten in ihrer zumindest angestrebten Präzision besonders dafür geeignet sein, die Grenzen von Weltbildern zu erkennen. Unvollständiges Wissen ist nicht allein quantitativ zu verstehen, sondern kann Hinweis auf die Grenzen der Begrifflichkeit des jeweiligen Weltbildes sein. Die klassischen Konzepte von Raum, Zeit, Kausalität und Lokalität, diese
Diese vertrauten Vorstellungen, die das klassische Weltbild tragen, sind als Fundamente des quantentheoretischen Weltbildes nur bedingt tauglich. Den blinden Fleck einer Weltsicht, die sich vollständig dünkt, zu entlarven. In diesem Anliegen könnten sich die Bildtheorien der Kulturwissenschaftler und das Nachdenken über die fundamentalen Weltbilder der Naturwissenschaftler verschränken. Nun hat Peter Weibel einmal gesagt, nichts sei schöner, als intellektuelle Leidenschaft zu entfachen. Ich möchte das ergänzen mit einem Satz von Ludwig Feuerbach, der sagt, die Fantasie ist die Geliebte des Gedankens. Und natürlich ist auch der Gedanke der Geliebte der Fantasie. In diesem Sinn wünsche ich uns einen spannenden Abend. Ich danke der Hubert-Burda-Stiftung für die Einladung und möchte die Gelegenheit benutzen, zusammen mit Ihnen und mit meinem Freund Anton Zeilinger in Fortführung von einigen Gedanken, die Sie heute schon durch Herrn Hubert-Burda selbst gesehen haben, die Geschichte der Ortlosigkeit zu skizzieren und dabei die Entstehung einer Ferngesellschaft zu beschreiben, in einem historischen Augenblick, wo gerade eben durch die Quantenteleportation ein neuer Horizont für die Übertragungssysteme von Telebildern eröffnet werden. In welcher Weise ist Augenblick nur Science Fiction belassen, aber durch die Geschichte dieser Ortlosigkeit können wir ungefähr ahnen, was die Zukunft dieser Quanteninformatik uns bringen wird. Und man kann vielleicht die Wirkung dieser neuen Wissenschaft vergleichen mit der Entstehung und mit der Entdeckung der elektromagnetischen Wellen im 19. Jahrhundert, die ebenfalls die gesamte Grundlage von den jetzigen Übertragungssystemen bildet. Ich danke auch Frau Runer für die schöne Einführung. Verehrte Damen und Herren, es gab eine Zeit, da gab es noch Zeit. Zeit in Hülle und Fülle. Es gab eine Welt ohne Eile. Stefan Zweig beschrieb in seinen Erinnerungen 1944, Zitat, eine Welt ohne Hast. Der Rhythmus der neuen Geschwindigkeiten hatte sich noch nicht von den Maschinen, von dem Auto, dem Telefon, dem Radio, dem Flugzeug auf den Menschen übertragen. Zeit und Alter hatten ein anderes Maß. Man lebte gemächlicher. Zitat Ende. Ich könnte sagen, man lebte menschlicher. Er konnte sich nicht erinnern, Zitat, seinen Vater je beim Laufen oder in Eile gesehen zu haben. Eile galt nicht nur als unfein, sie war in der Tat überflüssig. Zitat Ende. Diese Welt ohne Eile ist allerdings unwiderruflich eine Welt von gestern. Deswegen auch der Titel dieser Erinnerungen von Zweig 1944, die Welt von gestern. Denn heute herrscht die beschleunigte Zeit. Die Beschleunigung begann um 1800 mit der industriellen Revolution, mit der Dampfmaschine und mit der Eisenbahn, mit der berühmten Dampfeisenbahn. Auf diese erste Phase einer gesteigerten physischen Mobilität mit Hilfe von Maschinen, die Kollektive befördern konnten und Güter, folgte einer zweiten Phase die individuelle Mobilität durch das Auto, ebenfalls physische Mobilität. Die Beschleunigung der Zeit, der Geschwindigkeit, eben der Mobilität, führte zu einer Auflösung der Distanzen. Der Raum zwischen zwei Orten wurde kleiner, die Distanzen wurden kürzer, je schneller das Vehikel, die Bewegungsmaschine waren. Die Erfahrung der Vernichtung des Raumes durch die Eisenbahn wurde um 1840 bereits sowohl in der Malerei wie auch in der Literatur festgestellt. Mit Turner und Heine beginnt der Diskurs der Dislokation. Die Beobachtung des Verlustes des Raumes durch die Bewegungsmaschinen, eben der Diskurs der Ortlosigkeit. Turner und Heine sind einige der Zeugen der sich abzeichnenden Ortlosigkeit, die eben mit der industriellen Revolution, der Maschinenrevolution begonnen hat. Die Beschleunigung der Zeit, die Geschwindigkeit, killt den Raum, killt den Ort. Die Beschleunigung erfasst aber auch die Bilder in diesen zwei Phasen, physische Mobilität und virtuelle Mobilität. Und für diese virtuelle Mobilität werden wir sagen, Fernübertragungssysteme. Im örtlichen Raum entstand die Bilderfülle gleichzeitig mit der Ferngesellschaft. Auf der Ortlosigkeit gründet in der Tat die Telegesellschaft, das Telebilder, die Ferngesellschaft. Als um 1840 England den Höhepunkt der Eisenbahnmanie erreichte, malte Turner dieses Meisterwerk der industriellen Revolution mit dem herrlichen Titel Regen, Dampf und Geschwindigkeit,
Man kann sich als Historiker keinen besseren Titel, Bildtitel wünschen. Nämlich in diesem Titel kommt genau das heraus, was ich sage, die gesteigerte Mobilität durch die Dampfmaschine, die gesteigerte Geschwindigkeit durch die Eisenbahn. Weit vor den Futuristen, die normalerweise der Kunstgeschichte als der Beginn der Technozeit, der technischen Zeit firmieren. Eben durch den Konnex von Dampfmaschine, Steam und Geschwindigkeit, Speed, ist diese Technozeit gekennzeichnet. Der Romancier William Zachary schrieb damals, "The world has never seen anything like this picture." Er lobte die Dynamik des Bildes, mit der die Geschwindigkeit repräsentiert wird. Zitat, "A train comes down upon you, really moving at the rate of 50 miles an hour. It should dash out of the picture and be a way up Charing Cross through the wall opposite." Er lobt die reale Geschwindigkeit des Zuges, der so schnell ist, dass zu befürchten ist, dass das Bild durch die Mauer bricht und auf der Straße Charing Cross Road landet. Der Romantiker Théophile Gautier hingegen hat die Lokomotive, Zitat, als Biest der Apokalypse bezeichnet. Das Verschwinden der Ferne, die Transformation der historischen Raum- und Zeiterfahrung, die als Vernichtung des Raumes und des Ortes bezeichnet wurde, wird im gleichen Jahr 1843 von Heinrich Heine angesichts der Eröffnung der Eisenbahnlinien von Paris nach Rouen und Orléans notiert. Zitat, durch die Eisenbahnen wird der Raum getötet. Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Vor meiner Tür brandet die Nordsee. Die Veränderung der Raumerfahrung durch die erste Welle der technischen Beschleunigung kommt durch Heines Montage wunderbarweise zum Ausdruck. Die Bilder kommen nicht nur vor die Haustür, sondern durch das Fernsehen kommen die Bilder direkt in die Wohnstuben. Alle Bilder dieser Welt führen dazu, dass die Welt in meinem eigenen Wohnzimmer brandet. Das war ein genialer Weitblick von Heine selber auf die Zukunft der Telebilder. Der Raum zwischen zwei Orten schrumpft zu nichts. Die Landschaft zwischen den Zielorten wird zum Nichts, sie wird unsichtbar. Diese als Vernichter des Raumes und des Ortes apostrophierte Veränderung der Mobilerfahrung wird durch die aufkommenden Telekommunikationsmedien noch stärker gesteigert. Stefan Zweig hat ja selbst in dem Zitat die Verursacher dieser neuen Raumerfahrung genannt. Er zählt nicht nur die Transportmaschinen der physischen Beschleunigung auf, nämlich Dampfmaschine, Eisenbahn, Auto, Flugzeug, sondern auch die nächste Stufe der Raserei, nämlich die Technologie der Fernübertragung, Elektrizität, Telegraph, Telefon, Radio, Television. Also diese virtuelle Mobilität, wo der Körper sich nicht bewegt, nur die Zeichen des Körpers, die Bilder des Körpers, eben die Telekommunikation als neue Form der sozialen Kommunikation. Die Bilder waren ja ursprünglich an einen Ort gebunden, an die Höhlenmalerei, in der Höhlenmalerei oder im Fresko. Durch die Erfindung des Tafelbildes wurde zum ersten Mal das Bild mobil und transportabel. Durch die Erfindung von Drucktechniken wurde das Bild vervielfältigbar. Durch diese Logik der Distribution, einerseits Mobilität und einerseits Multiplikation, wurde das Bild aus der Aura der Nahgesellschaft, die auf den Nahsinnen fundiert, in die Ferngesellschaft, die auf den Fernsinnen Auge und Ohr expediert. Sie entbirgt die Logik der Dislokation, die Aufhebung der Macht des Ortes und erzeugt die Fernbilder. Diese distribuierten, dislokalen Bildräume, die ihren aktuellen Ausdruck in Multi-User-Online-Spielen und in virtuellen Environments finden, sie simulieren diese spukhafte Fernwirkung, von der heute die Rede sein wird. Sie sind nicht die Fernwirkung, aber sie simulieren diese Fernwirkung. Der experimentelle Nachweis, dass das Verbot von so großen Physikern wie Newton und Einstein, nämlich das Verdikt gegen die Fernwirkung, durch die Experimente von Anton Zeilinger und die Quanteninformatik, dieser Nachweis eröffnet die Phase auf entscheidende Weise einer Ferngesellschaft, in der das Bild eine noch nie gekannte Mächtigkeit erlangt, indem es erstens, und das ist wichtig, seinen historischer Charakter verliert. Die Kunstbilder werden nicht mehr im Zentrum dieser stehen, sondern die Wissenschaft vom Bild wird sich hauptsächlich auf die Bilder der Wissenschaft zentrieren. Und zweitens, dass diese Bilder auch ihren Charakter des Bildes verlieren. Sie werden zu epistemischen Dingen. Das sind Mischgebilde, noch Objekt und schon Zeichen. Noch Zeichen und schon Objekt. Medizinisch gesehen könnte man sagen Präparate. Diese Entwicklung möchte ich Ihnen zeigen. Nämlich insbesondere diese beiden Phasen, die physische, körperliche Mobilität und eben die
Telebilder, die immaterielle Überwindung von Raum und Zeit durch eine virtuelle Mobilität. Die Innovationen des Transportes haben ja die Erfahrung von Zeit und Raum aufgelöst. Die klassische Erfahrung von Raum und Zeit, von der in der Kunstgeschichte meistens die Rede ist, auch in den naturwissenschaftlichen Rekursen, ja, geht von einer klassischen Gleichung aus. Nämlich, sie setzt die zeitliche Dauer und die räumliche Distanz gleich. Dauer und Distanz werden gleichgesetzt und werden vornehmlich durch die körperliche Erfahrung definiert. Man sagt zum Beispiel, der Weg eines Zeigers auf dem Ziffernblatt, einer mechanischen Uhr, wiederholt den Weg des Schattens des Stabes der Sonnenuhr. Diese Äquivalenz von Millimetern einerseits, also Zeitmaß, Raummaß und Sekunden als Zeitmaß, von Metern und Minuten, von Raumeinheiten und Zeiteinheiten, ist aber in Wirklichkeit von der siderischen Zeit, von der Zeit der Gestirne abgeleitet. Diese Äquivalenz allerdings als absolute Maßeinheit wird heute aufgehoben. Die Maschinen und die Medien, sie sprengen das anthropomorphe Maß. Sie wissen selber, die Sekunden, die sie zu Fuß rücklegen, erzeugen viel weniger Meter als die gleichen Sekunden, wenn sie sich mit dem Auto oder dem Flugzeug bewegen. Das heißt, das Maß stimmt nicht mehr, wo sie sagen können, so und so viele Zentimeter entsprechen so und so vielen Minuten. Räumliche Distanz und zeitliche Dauer sind variabel, sind messbar, je aufgrund sozusagen der Geschwindigkeit des Vehikels, mit dem sie dauernd die Distanz messen. Das körperliche Maß, Elle, Fuß etc. ist nicht mehr das gültige Maß für die Erfahrung von Raum und Zeit. Die auf den Bedingungen des Körpers aufgebaute Verbindung von Raum und Zeit wird entkoppelt. Die Transportmaschinen und die Telemedien haben das anthropomorphe Maß überschritten. Die Raum- und die Zeiterfahrung wird Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des mobilen bzw. messenden Gerätes. Ein zweiter Großer der Malerei, De Chirico, vergleichbar in seiner Größe mit Turner, hat dieses Maß der beschleunigten Maschinen gemalt. In diesem Bild hier, eben der Schmerz des der Abreise, 1913, sehen Sie genau unser Thema. Der Schmerz des Abschieds heißt nach anderen Bildern. Abschied von was? Abschied genau von diesem anthropomorphen Raum. Sie sehen hinten die Fabrikschlote der industriellen Revolution, Sie sehen die Eisenbahn, die Dampfeisenbahn, Sie sehen den Waggon. Und Sie sehen schon deutlich hier ein Problem der Skalierung. Nämlich, dass die natürliche Skalierung aufgehoben ist. Kleine Gegenstände können groß werden. Ein Handschuh kann so groß werden wie ein Haus, ein Ball kann so groß sein wie die Tür, hinten ganz klein wiederum eben die Dampfmaschine. Die Chiricos Kunst ist mit dem Verschwinden des Raumes durch die maschinelle Beschleunigung zu assoziieren. Er zeigt in diesen leeren Stadtplätzen, Waggons, Fabrikschlotten, Fabriken etc., perspektivisch zusammengestumpfte Häuser und Fassaden. Das heißt, er zeigt, dass die Skalierung der natürlichen Proportion der Welt, die wir durch unsere körperliche Anthropologie erfahren haben, nicht mehr stimmt. Denn das 20. Jahrhundert drang in den Mikrokosmos der Zellen und der atomaren Partikel ein und in die Nanoelemente und erforschte gleichzeitig den Makrokosmos des Universums. Chiricos Bilder zeigen den Effekt des Verlustes des natürlichen Raumes, die Implosion der Perspektive, die Auflösung der Raumillusion auf der zweidimensionalen Fläche der Leinwand, wie sie bei den Impressionisten als radikaler Abbau zu einem der größten Trümpfe der Malerei, nämlich der Perspektive, geführt hat. Und dieser Abbau der Perspektive bei den Impressionisten endete bei Malevich, bei dem flachen schwarzen Quadrat. Der Verlust des natürlichen Raumes hat Chiricos selber 1919 in seinem Manifest Wir Metaphysiker verkündet. Das Ende der Distanz, das Ende des Raumes. Und deswegen hat auch die natürliche Skalierung, die natürliche Größenordnung und Proportionierung vernichtet. Wie Sie in diesem Bild eben hier sehen. Nach der Mobilität des Bildes, eben verlassen einer Wand, wie es in der Renaissance begonnen hat, diese Erfindung eben des mobilen und transportablen Bildes, beginnt aber eine zweite wichtige Phase, die Multiplikation des Bildes. Wie schon heute eben von Dr. Burda gezeigt, eben bis zur Fotografie. Die Massenkommunikation durch das Medium Buch, also diese Massenkommunikation, geht die Massenkommunikation durch das Medium Bild voran. Ein halbes Jahrhundert vor der Erfindung des Buchdrucks wurde in Mitteleuropa neue Techniken der Druckgrafik entwickelt, die die massenhafte Vervielfältigung von Bildern ermöglichen, vor allem der Holzschnitt und der Kupferstich. Die Bilderwelt des Spätmittelalters verändert sich dadurch radikal. Das Kultbild bleibt nicht mehr auf den öffentlichen Raum beschränkt. Das private Andachtsbild,
das bisher nur einer Oberschicht zugänglich war, die sich Malereien mit illustrierten Gebetbüchern oder Haushaltärchen leisten konnten, setzte sich in breiten Bevölkerungsgruppen durch. Auch in der Stube des Bürgers und Bauers befindet sich das Heiligenbild aus Holzschnitt etc. etc. Der Einblattdruck eignete sich bei der Französischen Revolution vorzüglich als Mittel der politischen Agitation. Durch Holzschnitt vervielfältigte Bilder bilden die Grundlage der Flugschriften, wie sie dann im Zeitalter der Reformation und der Revolution für ihre politische Bedeutung erlangen sollten. Wie die Predigt ermöglichte auch der Holzschnitt, über traditionelle Formen der Gruppenkommunikation hinauszugehen und ein neues Gruppenkommunikation anzusprechen. Das ist ein Aspekt in der Telegesellschaft, dass sie über traditionelle Techniken der Gruppengebildung, wie beispielsweise gemeinsame Klasse, gemeinsame Hautfarbe, gemeinsame Sprache hinausgeht und auf rein technisch basierten Multiplikationsmitteln und Übertragungsmitteln neue Gruppen fördert. Die Fotografie, wie schon heute erwähnt, war ein entscheidender Faktor der Multiplikation. Es ist die Geschwindigkeit der Bilderzeugung, die Aragon 1839, François Aragon, der Generalsekretär der Pariser Akademie der Wissenschaften, eben der Welt übergibt. Zitat: Um die Millionen und Abermillionen Hieroglyphen zu kopieren, die auch nur die Außenseiten der Denkmäler von Theben, Memphis, Karnak usw. bedecken, bedarf es Dutzende von Jahren und eine Legion von Zeichnern. Mit dem Daguerreotyp könnte ein Mann diese Aufgabe bewältigen. Sie sehen hier die Sicht der Fotografie eben als Mittel der Multiplikation. Wilhelm Henry Fox Talbot hat 1841 eben die Ära der reproduktiven Fotografie, wir haben es gesehen, die Multiplikation des Bildes selbst eben eingeführt. Nach Mobilität und Multiplikation kommt aber der entscheidende Moment, nämlich die virtuelle Mobilität, die Übertragung, die ferntechnische Übertragung eben des Bildes als dritte Stufe eben der Ortsungebundenheit und der Ortlosigkeit des Bildes. Die Medien, Telegraph, Telefon, Television, erreichen annähernd die Geschwindigkeit des Elektrons. Also die fast gleichzeitige Übertragung zwischen zwei Orten. Diese Telekommunikation durch die elektronischen Medien hebt viel radikaler als wie alles vorher den Raum auf. Die historische Einheit von Raum und Zeit ist durch diese technische Übertragung vollkommen zerstört. Ein Beispiel dafür, für die Dislokation, für die Vernichtung von Raum durch Übertragung, kennen Sie jeden Tag, wenn Sie einen Geschäftsmann beobachten, der zum Beispiel vor Ihnen in der Fußgängerpassage oder am Flughafen spricht, aber ohne Gesprächspartner. Normalerweise denkt man, das ist ein Irrer, der führt Selbstgespräche. Ja. Sie merken dann, er führt keine Selbstgespräche, sondern er kommuniziert mit jemand anderem und ist dieser andere an einem anderen Ort. Er telefoniert zwar in der gleichen Zeit wie Sie, aber nicht im gleichen Raum. Das sind heute alltägliche Erfahrungen, Dinge, die vor 100 Jahren vollkommen unmöglich gewesen sind. Der Zeitraum zwischen 1880 und 1980 ist also ein Zeitraum technologischer Umbrüche. Er bringt eine Vernichtung von historischen Formen von Raum und Zeit hervor. Und gleichzeitig entsteht aus dieser Vernichtung eine Fülle von Bildern, eben durch die Möglichkeiten der Telekommunikation. Hinter dem Begriffspaar, nur ein Seitenzweig, Mobilität und Multiplikation, versteckt sich der Kampf zwischen Nähe und Ferne. Es geht hier quasi um die Ablösung einer Nahgesellschaft und das Entstehen einer Ferngesellschaft. Und diese Ferngesellschaft wird erzwungen durch die Entstehung eben von mobilen, multiplizierten und übertragenen, teleübertragenen Bildern. Deshalb diese berühmte und so prekäre Definition der Aura von Walter Benjamin. Zitat: Als einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. Dieses Zitat, was so viele Seminararbeiten hervorgebracht hat, eben, was hat die Aura zu tun mit Nähe und mit Ferne? Eben damit, sie zeigt den Wechsel, ja, der Verlust der Aura, den Wechsel eben von der Nahgesellschaft zur Ferngesellschaft. Im Verschwinden der Aura zeigt sich der Bruch zwischen Nah- und Ferngesellschaft. Nämlich zur Einheit von Raum und Zeit gehört klarerweise die Originalität als Singularität, als etwas, das nur einmal in Raum und Zeit existieren kann, hier und jetzt. Und gerade, wie Sie schon einleitend gehört haben, sind solche Auffassungen von der Singularität in diesem Sinne durch die Aufhebung des Verdikts gegen die Fernwirkung in Frage gestellt. Durch die Logik der Distribution wurde das Bild eben aus der Aura der Nahgesellschaft in die Ferngesellschaft eben expediert. Ein Kronzeuge dieser ortlosen und raumlosen Malerei und Kunst finden Sie in Malevich. Hier sehen Sie nur ein Beispiel, wie eben durch die Telekommunikation im Landschaften in die Wohnung hereinrücken. Das ist ein frühes Beispiel der Übertragung einer Fotografie, also von Berlin nach München wieder zurück. Ich habe es für den Genius Lotz in München gewählt.
Das ist ein Arvid von Malevich, der gleichzeitig der Tod eines Mannes in einem Aeroplan und in der Eisenbahn. Das geht aus von dem von Dr. Burda gezeigten orbitalen Blick. Es gibt eine Passage bei dem Philosophen Uspensky in seinem Werk Tertium Organum, 1911 erschienen, wo ihm sagt, der orbale Blick, der heute durch den Aeroplan möglich wird, befindet sich über einem Berg und sie sehen links den Tod eines Mannes im Auto, rechts den Tod eines Mannes im Flugzeug, gleichzeitig. Und diese Passage hatte Malevich 1913 für eine Anthologie illustriert. Sie sehen um die Beschäftigung mit dem Begriff Simularität eben und Gleichzeitigkeit von Dislokation, von verschiedenen Raumpunkten. Malevich war auch ein Freund des russischen Raumfahrtsvisionärs Konstantin Tsiolkovsky. Diesen Mann, der hat schon 1904 Raumschiffe entworfen hat, Raumhabitate, ja, rotierende Raumstationen, mit Hilfe von künstlicher Gravitation und so weiter. Von diesem Mann Tsiolkovsky stammt übrigens der Begriff Reisebegleiter, der 1957 dem ersten Sputnik gegeben wurde. Sputnik heißt nichts anderes auf Russisch wie Reisebegleiter. Also Malevich hat sich nicht nur mit dem Finden des Elektrons oder mit dem Finden der Zeit abgegeben, Themen, die wir heute skizziert haben. Der Begriff Empfindung kommt von Marx' berühmter Analyse der Empfindung, dem Wiener Physiker und Philosophen, der seinerzeit so einflussreich war, dass sich sogar Lenin genötigt sah, ein dickes Buch gegen Marx' Philosophie zu schreiben, nämlich die Kritik des Empirokritizismus. Und deswegen hat auch Malevich von Marx gelernt und sich in der Analyse der Empfindung der Zeit und des Elektrons vertieft und daraus in seine suprematistische Malerei abgeleitet. Hier sehen Sie eine Schautafel von Malevich, die sehr wichtig ist. Sie zeigt nämlich die Ableitung von Kunstrichtungen wie Kubismus, Futurismus und Suprematismus von der Technikgeschichte. Ja? Und Sie sehen eben hier, dass er sich selber eben von Flugzeugen ableitet, von Raketen und Aeroplanen. Das war 1926/27. Hier sehen Sie auch eine meiner Forderungen an den Ikonitören. Eine Bildwissenschaft von heute ist nicht zu denken ohne Technikgeschichte und ohne Wissenschaftsgeschichte. Das haben die Künstler selber schon in den 20 Jahren sozusagen propagiert. Eben die Ableitung der Formen eben aus den Bewegungsmaschinen und aus den Übertragungssystemen, das Sie hier sehr deutlich eben sehen. Malevich hat selbst eben sehr viel über die Schwerelosigkeit und die Antigravitation, eben die Ortlosigkeit in seinen Bildern eben gearbeitet und hat auch eben ein eigenes Manifest geschrieben 1924 über die Planetenbewohner die heißen dann Planet oder Semlalit. Er schreibt in diesem Pamphlet, selbst das Automobil gehört eigentlich schon in die Rumpelkammer, auf den Friedhof des Ekletizismus, wie der Telegraph und das Telefon auch. Die neue Behausung der neuen Menschen liegt im Weltraum. Die Erde wird für sie zu einer Zwischenstation und dementsprechend müssen Flugplätze angelegt werden, die sich den Aeroplanen der Flugzeuge anpassen. Die provisorischen Behausungen der neuen Menschen müssen sowohl im Weltraum als auch auf der Erde den Flugzeugen angepasst werden. Also Sie sehen hier Malevich als Künstler des orbitalen Blicks. Die Auflösung des Ortes ist technikgeschichtlich ziemlich genau zu definieren. 1837 erhalten Cook und Whetstone ein Patent auf den Telegraphen. 1836 erfindet Karl August von Steinheit den schreibenden Telegraphen. Die zu übermittelnde Nachricht erscheint in einem Punktcode auf einem Papierstreifen. Der amerikanische Maler Samuel Morse verfeinert diese Technik zum berühmten Morse-Alphabet. 1837 macht er seine ersten öffentlichen Experimente. Die Bildübertragung, für uns der entscheidende Schritt für das Telebild und für die Ferngesellschaft, wird ab 1840 möglich, nämlich Bildübertragung durch Elektrizität, Fotografien, Schwarz-Weiß-Grafiken, Textdokumente und so weiter. 1876 erfinden Bell und Gray unabhängig voneinander das Telefon. Der entscheidende Moment war aber folgender, dass Maxwell 1873 die Verbreitung elektromagnetischer Wellen durch den Raum in einer mathematischen Gleichung formulierte und dass 1887 in Karlsruhe Heinrich Hertz physikalisch den Nachweis der Existenz dieser elektromagnetischen Wellen bringen konnte. Und zwar durch die Funkenübertragung. Und deswegen spricht man heute noch von Rundfunk und anderen eben Funksystemen, weil eben aus diesen Experimenten heraus eben das erste Mal eben durch Funkübertragung ein Übertragungssystem von Signalen und Daten und später von Bildern möglich wurde. Diese technischen Medien haben den Effekt einer ubiquitären Simultanität für eine elektronische Gemeinschaft geliefert. Zwischen 1844 und 1888 ist also ein komplettes Ensemble der Kommunikationstechnologie entstanden,
Übertragungstechniken für Informationen, Töne und Bilder. Im 20. Jahrhundert hat man diese Erfindungen dann nur standardisiert und für den Massengebrauch zugänglich gemacht. Aber im Grunde sind es Erfindungen des 19. Jahrhunderts. Und die entscheidende Erfindung dabei war die Entdeckung 1840 des sogenannten Scanning-Prinzips, das Sie heute noch kennen, wenn Sie im Fernsehen hinschauen, von berühmten Scanlines. Das Scanning-Prinzip war eben die Technik, wie man Bilder fern übertragen kann. Nämlich die Bildübertragung auf Distanz. Sie besteht darin, eine räumliche Dimension, sagen wir mal die Zeichnung auf einer Fläche, in eine lineare Folge von Punkten in der Zeit umzuwandeln. Das heißt, der räumliche Code wurde in den temporalen Code verwandelt. Das heißt, hier wurde zum ersten Mal rein technisch die Raumerfahrung der Dislokation technisch experimentell gemacht. Bis zu diesem Augenblick brauchte jede Botschaft einen körperlichen Boten, wenn sie von einem Ort zum anderen übermitteln wollte. Dieser Bote war zum Beispiel ein Soldat, ein Pferd, eine Taube oder ihr eigener Körper. Wenn ein Mensch den Raum durchquerte, Schritt für Schritt, den Ort wechselte, sich von einem Ort zum nächsten Ort bewegte, geschah das mit Hilfe eines Körpers oder mit Hilfe eines anderen organischen Körpers. Über Jahrtausende hat sich dadurch im Menschen die Erfahrung geprägt, dass Ortsveränderung nur durch den eigenen Körper möglich wäre. Erst durch diese Maschinen und durch die technischen Systeme der Bildübertragung haben wir gesehen, dass Ortsveränderungen losgelöst vom menschlichen Körper rein eben durch Bilder möglich sind. Diese Ortsänderung ist ungleich geschwinder als die körperliche. So schnell, dass für die körperliche Erfahrung des Raumes die Distanzen zwischen zwei Raumpunkten zu verschwinden scheinen. Und deswegen sprechen wir vom Verschwinden des Raumes. Aber in dieser körperlosen Transmission der Zeichen, also als Bote und Botschaft sich trennten, als der Körper des Boten und die Botschaft der Zeichen sich separierten. Das heißt, also Zeichen ohne Körper reisen konnten. Das sozusagen ist die Lehre der elektromagnetischen Wellen. Die Grundsteine der körperlosen Raumerfahrung. Die gesamte moderne Zivilisation würde ohne diese zeichenzentrierte Raumerfahrung vom Bildschirm des Piloten bis zur Landkarte des Wanderers zusammenbrechen. Ortlosigkeit als Metapher einer zeichenzentrierten Raumerfahrung, eben Ortlosigkeit genannt, steht im Ursprung eben der Telegesellschaft. Dieses Scanning-Prinzip hat also Bote und Botschaft, Körper und Zeichen ein für alle Mal separiert. Und wir leben quasi in einem Bild der körperlosen Codes. Das heißt, der ortlose Raum ist zum eigentlichen Ort der Bilder geworden. Hier gibt es rein technikgeschichtlich, wenn muss man dem Ende nähern, gibt es sehr, sehr hübsche Entdeckungen zu machen, dass zum Beispiel der Finder des Elektrons, J.J. Thomson, eigentlich das Elektron genannt hat, kleiner Körper, Korpuskel, weil es so klein war, dass es gar nicht der Rede wert gewesen ist. Erst später hat er dafür das Wort Elektron verwendet, weil das Thron als Suffix eine Verstärkung bedeutet. Das heißt, der gesamte Thronwald unserer elektronischen Kultur, vom Elektron bis zum Pleiotron, sondern dieses gesamte Zeitalter der Strahlen und Röhren, Dioden und Transistoren, Halbleiter und Siliziums, Schaltkreise und Chips, beruht auf diesem Thron, auf diesen Verstärkerinstrumenten, die uns die Elektronik ermöglicht. SUSE und der Computer sind klarerweise eine Explosion des Visuellen. Sie ist die Grundlage, eben eine zweite Grundlage in der technischen Übertragung für diese Entstehung der Ferngesellschaft. Der Nobelpreisträger Irving Langmuir hat 1950 ein Buch veröffentlicht, Phänomene, Atoms and Molecules, wo ihm genau diesen Aspekt der Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten erwähnt, indem er auf die Erfinder von Lee DeForest eingeht, der 1912 eben die Triode erfunden hat, ein wesentliches Element für Radio und Fernsehen, indem Lee DeForest entdeckte, dass ein elektrischer Strom in einer Vakuumröhre mit Hilfe eines dazwischengestellten Gitters kontrolliert werden kann, legte er die Grundlagen für eine Ausdehnung der menschlichen Sinne, eben Ferngesellschaft, und für ein Anwachsen der Geschwindigkeit und der Sensitivität um ein Millionenfaches, bereits nur wegen der Triode, 1950 geschrieben. Hier sind ganz kurz die Entwicklung des technischen Bildes. Beim ersten Kino im 19. Jahrhundert sehen Sie, eine Person an einem Ort sieht einen Film zu einer Zeit. Im Kino eine kleine Steigerung, gleicher Ort, gleicher Film, gleiche Zeit, so wie hier, aber immerhin ein Kollektiv. Das war der Nipkow, hat dann das ermöglicht, sozusagen, das Fernsehen, nämlich x Personen an x Orten, also mehrere Personen an vielen Orten, aber zur gleichen Zeit eben einen übertragenen Film. Die Video, CD-ROM und so weiter, die machen das wieder transportabel, also mobil. Man kann sozusagen, eine Person kann an einem Ort verschiedene Filme zu verschiedenen Zeiten eben sehen. Hopp, zurück.
Dann kommt sozusagen eben die virtuelle Realität, die hat den gleichen Fehler gemacht, dass eben nur ein Mensch an einem Ort ein Bild sehen kann. Das Bild heute aber ist eben interaktiv, aber ist bislang nur gewesen in einer Richtung interaktiv. Sie haben ja reale Pflanzen und verändern dann das Verhalten der simulierten computergestützten Pflanzen im Bild. Das ist jetzt möglich eben durch viele, durch Multi-User-Environments. Das heißt, hier sehen wir schon eben viele Personen an einem Ort, sind zu einer Zeit in einer Virtualität. Also muss der Schritt sein, dass wir sagen, ich möchte gerne eben viele Personen an vielen Orten, zu vielen Zeiten eben. Das zeigt sich eben hier bei der Dislokation. Es sind drei Orte, drei verschiedene Tische und sie alle sehen sich gemeinsam im virtuellen Raum im Bildschirm. Dann eben hier, Sie sehen schon an den Möglichkeiten in jüngster Zeit, Multi-User virtuelle Environments, wo eben viele Personen immer noch an einem Ort viele virtuelle Realitäten in einer Zeit sehen. Aber die Entwicklung geht dahin klarerweise, das ist mit Global Position System, das lasse ich aus, die geht dahin, dass sie eben, dass viele Personen an vielen Orten in verschiedensten virtuellen Welten gemeinsam kommunizieren. Also nicht mit der realen Welt kommunizieren, sondern eben, oder dass zwei Personen in zwei verschiedenen Orten kommunizieren, wie das bei der Telefonie der Fall ist, sondern die mobile Telefonie zeigt uns schon, was möglich ist. Anybody, anytime, anywhere kann Bilder empfangen und senden. Und der nächste entscheidende Schritt ist dann das, was Sie hier sehen. Bisher war die Interaktivität nur in einer Richtung, von der wirklichen Welt in die virtuelle Welt. Aber wir haben ja heute schon Folgendes machen. Ereignisse in der virtuellen Welt haben Effekte in der realen Welt. Es ist also eine zweidirektionale, bidirektionale Interaktivität. Und damit sozusagen entstehen Bilder, die wir nicht mehr Bilder nennen können. Weil wenn sozusagen ich eine Schalter drücke und dort geht das, also das Bild eines Schalters drücke, auf eine Fotografie, auf einen Bildschirm einen Finger gebe, also antaste, und dann erscheint irgendwo anders das Licht. Ja? Das heißt, wenn meine Bewegung im Zeichenraum einen Effekt hat in der realen Welt, dann kann ich das nicht mehr Bilder nennen. Deswegen mein Votum dafür, dass die neuen Bilder eben, die neuen technischen Telebilder sind eben nicht mehr nur klassische Bilder, sondern sind eine Mischung aus Zeichen und Objekt. Es gibt dazu auch eine Science-Fiction-Vision von James Cameron. Regie des Films hat Catherine Bigelow. James Cameron ist der größte Maschinist, der größte lebende Maschinist des Kinos. Er hat den Film Titanic gedreht. Er hat ein Drehbuch entwickelt, wo sie eben wo zum ersten Mal eben die Idee des Quantencomputings und des Quantenkinos auftaucht. Nämlich, sie haben hier so eine Art Spinne auf dem Kopf und da ist gespeichert die Erfahrungen eines fremden Auges. Also das Kino ermöglicht ihnen, nicht nur zu sehen, was ein Kameramann gesehen hat und was eine Maschine gesehen hat, sondern sie können in Echtzeit das sehen mit dem Auge eines anderen Menschen. Und diese Idee, dass ich sozusagen die Seherfahrungen eines fremden Auges als meine eigenen Seherfahrungen simuliere, ja, hat er genannt Squid. Man kann von Filmkritikern nicht verlangen, dass sie wissen, was Squid ist, aber es ist die Abkürzung von Superconductive Quantum Interference Device. Das ist der Name eines wirklich existierenden Versuchs, also eines Quantencomputers. Das war eine Science-Fiction-Idee. Ja. Hier sehen Sie eben die ersten Zeichnungen von Hertz, zu entdeckten elektromagnetischen Wellen. Aber er hat sie genannt selber, Scheinbilder von elektromagnetischen Wellen, weil er sich nicht sicher war, ob es vielleicht diese Wellen, ob die Wellen auch wirklich so ausschauen. Das ist die Einleitung, wie ich mal Mandelbrot gefragt habe, was möchtest, also wie möchtest du eigentlich in die Geschichte eingehen? Dann hat er gesagt, als derjenige, der die Bilder zurückgebracht hat in die Mathematik. Das heißt, wir haben im Iconiturn nicht nur in der Kunstgeschichte ein Feld, sondern auch die Wissenschaft selbst beschäftigt sich in einem Maße, wie es heute schon gezeigt wurde von Dr. Burda, in einem Maße mit Bildern wie nie zuvor. Das heißt, die Rolle des Bildes in den bildgebenden Verfahren der Medizin bis hin zur Physik ist wichtiger denn je, aber nicht als mimetische Bilder, ja, wie in der Kunst, sondern immer als epistemische Dinge. Als Bilder, die am ehesten vergleichbar sind mit Präparaten, wo ich Modelle habe, mit der ich die Wirklichkeit besser verstehen kann. Das ist übrigens das erste Bild 1926, ein Selbstversuch eines Arztes, wie sich einen Katheter eingeführt hat. Das führt mich eben zum erwünschten Ende. Alle Technik ist Teletechnik. Die Technik kann die Nahsinne nicht entwickeln, sondern im Gegenteil. In den zwei klassischen Schauplätzen der Nahsinne, das eine ist die sexuelle Reproduktion und das eine ist der Krieg, sehen wir, wie auch dort sozusagen die Nahsinne an Terrain verlieren. Ein moderner Krieg, Sie haben es gesehen, in Afghanistan wird nicht mehr mit Soldaten geführt, mit Körpern von Soldaten, sondern die Angreifer sitzen auf einem Boot im Indischen Ozean und schicken da Raketen, intelligente Raketen mit Kameras ausgerüstet, ja, auf den Schauplatz des Krieges. Es gibt nicht mehr die Bewegung, sondern nicht mehr die Begegnung von Körpern, die zusammen kämpfen. Das gleiche gilt für die sexuelle Reproduktion. In der sexuellen Revolution heute
gibt es nicht mehr sozusagen die Notwendigkeit, dass Körper sich begegnen, um die Fortpflanzung zu garantieren. Man kann heute durch chironische Verfahren auch den Samen dislozieren. Ja, man kann etwas speichern, kann später mal wieder holen und man kann sozusagen für die sexuelle Reproduktion sorgen, ohne den Nahkampf sozusagen der Geschlechter, wie er bisher notwendig geworden ist. Ja. Das heißt, in den beiden zentralen Gebieten, in den klassischen Schauplätzen der Danasine, auch die sind sozusagen durch die Teletechnik von Cybersex bis Telefonsex und eben neue Techniken der sexuellen Reproduktion überwunden worden. Man sieht also deutlich, wie das schon auch 1905 Graf Alfred von Schlieffe, der war damals Generalstabschef des deutschen Heeres, geschrieben hat, so früh schon, hat er sozusagen den Fernkrieg beschrieben. Der Feldherr befindet sich weit zurück, in einem Hause mit Schreibstube, wo Draht- und Funktelegraph, Fernsprech- und Signalapparate zu Hause sind. Von dort telefoniert der moderne Alexander und zündet die Schlacht. Dort empfängt er den Meldungen und dort verwandelt er Worte in Dinge. Das heißt, in dieser Ferngesellschaft ist es in der Tat eben notwendig, dass eine Wissenschaft des Bildes nicht mehr ohne die Bilder der Wissenschaft arbeitet und dass sie gleichzeitig eben auch weiß, die Bilder, die sie versichert, diese Telebilder, das war nur ein kleiner Ausflug, sind eben andere Bilder, als wir sie bisher kennen aus der Geschichte der Malerei. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.